Ganz reizend, oder nicht? Ist mir nicht aufgefallen. Das liegt daran, dass Sie kein Franzose sind. Sie sind der amerikanischste Franzose, der mir je begegnet ist. Meine Geliebte ist die Freiheit, mon ami. Ein echter Ritter muss seine Leidenschaften zügeln. Ohne Leidenschaft, Monsieur, kann ein Mann nicht kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Männer, Marquis. Männer, Halblüter, was ist der Unterschied? Vive la Liberté! Okay. Percival. Seltsam. Da ist irgendwas im Busch. Da ist irgendwas im Busch. Hundertprozentig. Bin gespannt, wie es weitergeht. Gehen wir. Na endlich. Na endlich. Plattforms. Marquis, Sie und Lady Igraine nehmen diesen Eingang. Ich gehe durch diesen und suche nach weiteren Entflohenen. Londoner U-Bahn. Mayfair. Mayfair. Sir. Boah, ich bin, Alter. Wie geil das einfach aussieht. Verfolgen Sie die restlichen Entflohenen. Luftkommando an alle Ritter in der Umgebung von Mayfair. Die städtische Polizei hat nun alle betroffenen Gebiete abgesperrt. Die Sentinels führen ihre Suche aus der Luft fort. Wir alarmieren euch bei jeglicher Sichtung der entkommenen Patienten. Was passiert wohl, wenn ich da drauf schießen würde? Ich glaube, dann würde die U-Bahn, glaube ich, in tausend Teile explodieren. So, komme ich hier? Nein, komme ich nicht. Okay. Ah, kann man ja mal ausprobieren, ne? So. Alter, 17 Zuschauer. Vielen Dank. Und willkommen zur Let's Play Live Show. 18, Alter. So. Hier ist ein Fahrstuhl, ne? Ja, oder sowas ähnliches. Können wir mal hier gucken. Was haben wir hier? Mal Kisten über Kisten. Alter, wie detailliert das ist. Unfassbar. Ah, ah. Wirklich gesagt, hat jemand seinen Arm verloren? Ja, die Teile wurden zurückgesetzt, ja. Weil Gewinnspiel war ja heute. Verlosung. Ging ja bis Anfang August. So, Kratos, okay, ja, okay. Galahad, machst du Fortschritte? Ich bin im Generatorraum. Lafayette und ich haben beschlossen, uns aufzuteilen. Oui, mademoiselle. Aber ich bin noch nicht auf Widerstand gestoßen. Ach du heiliger Schrosack. Oh, da ist. Nach vorne über den linken Stick, nach vorne über den X drücken, um auf den Vorsprung zu klettern. Welchen. Hier oder was? Ach so. Ah. Assassin's Creed-like jetzt. Cool. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich hier runterfallen? Ach guck mal, da oben läuft schon. Unsere Kollegin. Dachte ich mir doch, dass ich eher hier bin. Naja. Schon vergessen? Die Jugend gewinnt immer. So, jetzt hier kann ich jetzt hier. So. So. Da ist ja noch einer. Alemann, einer der Flüchtigen ist ein Halbblüter. Was ist das?
Was ist das denn? Ein Halbliter. Toll. Oder auch mehrere. Ach du Scheiße. Ach du heiliger Strohsack. Mademoiselle, sind Sie bei seiner Position? Mein Weg ist versperrt. Könnte etwas dauern. Ach du heiliger Strohsack. Oh, Alter, was? Wo? Oh, geh weg, lass das. Alter, oh. Alter, hör auf. Lass mich. Du stinkst nach Maggi. Hä? Der ist einfach weg. Alter, wie viele kommen denn hier? What the fuck? Wollt ihr mich verarschen? Alter, erstmal in den Arsch geschossen. Alter, lass mich! Ich muss ihn töten! Sind erledigt. Der Letzte ist entkommen. Igraine, die Bogenkanone. What the fuck? Ich gehe auf die Straße und verfolge ihn. Ihr zwei, da lang, Weg abschneiden. Verstanden. What the fuck, was ist das für eine Waffe? Alter, verfolge den Lykaner. Ah, den Lykaner. Um dich schneller zu bewegen, okay. Ich würde mich gerne umgucken hier, aber ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit, ne? Kann das sein? Alter, wie geil das gemacht ist. Boah, wie geil. Alter, feiere ich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was ist das für eine geile Wumme, die wir jetzt haben? Los geht's. Auf den Weg. Alles in Ordnung? Ja. Percival, wir haben die Bedrohung hier neutralisiert. Gut. Mir ist es gelungen, einen der Halbgüter zu erwischen. Wir treffen uns an der Hauptstraße. Bestätigt. Los geht's. Was sollen wir mit ihm tun? Westminster, in die Katakomben. Wir kümmern uns später um ihn. Ah, Sir Percival. Dachte ich's mir doch, dass die Ritter Ihrer Majestät in diesen Tumult verwickelt sind. Wir rechneten mit einem Angriff der Rebellen, Commissioner. Eine elementare Vermutung. In diesem Fall könnte das hier von Interesse sein. Whitechapel. Reine Indizien, natürlich. Für mich ist das ein Beweis. Nun, Indizienbeweise können so ihre Tücken haben. Mein lieber Sir Percival, man hält die Beweislage für eindeutig. Doch verlagert man den Blickpunkt, zeigt alles womöglich auf ebenso eindeutige Weise in eine vollkommen andere Richtung. Bitte, Sie haben mich neugierig gemacht, Commissioner. Nun zuerst die Rebellion und dann dieser Jack.
und die Ripper-Morde. Mhm. Und dann das hier. Finden Sie es nicht auch seltsam, dass Whitechapel im Epizentrum all dieser Rätsel zu liegen scheint? Wir gehen jetzt jedem Hinweis nach, wissen Sie? Wir treffen uns in 2 Tagen im Rat. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie Ihre Funde präsentierten. Erwarten Sie mich in Westminster. Hier drüben, Sir. Entschuldigen Sie. Wo warst du? Der Londoner Verkehr. Mon General, was ist mit den anderen Halbblütern im Hyde Park? Wir müssen sie verfolgen. Nein. Mais notre devoir est de les poursuivre, Monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requis à un moment important. Oui, mon General. Ich werde Ihren Rat beherzigen. Sie werden sicher verstehen, dass dies vorerst eine Sache der Polizei bleiben muss. Natürlich. Hier stimmt was nicht. Die Unterwelt in Whitechapel gewährt der Rebellion Unterschlupf. Genau das beunruhigt mich. Und wieso sind so viele Halbblüter in Bedlam? Manche Dinge müssen wir selbst herausfinden. Ihr habt den Commissioner gehört. Es ist jetzt Sache der Polizei. Ritter überlassen ihre Autorität nicht den Bürokraten. Percival hat recht. Diese Sache muss vor den Rat. Jahrhunderte sind vergangen. Doch unser Orden hat unerschütterlich seine heilige Mission verfolgt. Das Gleichgewicht zwischen Menschen und Halbblütern zu wahren. Dies war das Ziel unseres Gründers, König Artus. Möge sein Name in alle Ewigkeit strahlen. Ist es wahr? Hat der Lordkanzler an Artus Seite gekämpft? Das sagt die Legende. Heute wird dieses Gleichgewicht von einem neuen, ebenso schlimmen Übel bedroht. Untergleich. Der Rebellion. Solange ihr Feldzug der Anarchie und des Schreckens noch andauern kann, wird die lykanische Seuche, die unsere Stadt infiziert hat, immer unerträglicher werden. Der Lord Kanzler stimmt also der Dringlichkeit einer Mission in Whitechapel zu. Whitechapel ist Angelegenheit der zivilen Behörden. Als der edle Artus sich gegen den römischen Kaiser Lucius auflehnte, hielt er sich auch nicht mit Fragen nach der Rechtmäßigkeit auf. Geben Sie mir keine Geschichtsstunde, Sir Percival. Ich habe mehr Geschichte erlebt, als Sie es hier tun werden. Ich erinnere alle Ritter hier, dass diese Gefahr nicht nur von außen, sondern auch von innen droht. Wir müssen gemeinsam wachsam sein. Sonst werden unsere Ränge durch jene vergiftet, die vernichten wollen, was uns heilig ist. Niemand kann sich dem Einfluss der Rebellen entziehen. Sicher will der Lord Kanzler Sir Percivals Loyalität nicht in Frage stellen. Dieser Orden hat Sir Percivals Rat lange Zeit sehr geschätzt. Doch diese Situation erfordert Umsicht und gemeinsames Handeln, keinen Aktionismus. Sir Percival hat recht, Lord Kanzler. Die Situation in Whitechapel erfordert unser Eingreifen. Spricht Lord Darwin mit dem Wohlwollen der Peers? Lord Hastings, Lord Danglars. Das tut er, Lord Kanzler. Vielleicht sollte der Rat seine Frage anhören. Also gut. Was sagt der Orden der Ritter Ihrer Majestät zur Angelegenheit in Whitechapel? Ja oder nein? Nein! Also nein. Dieser Rat ist aufgelöst. Unser Orden wird zu vorsichtig, Grayson. Diese Tatenlosigkeit schwächt uns. Hör auf, Sebastian. Scheiß auf die Vorsicht. Sir Percival ist sehr aufgebracht. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, sollte man ihn nicht verärgern. Was halten Sie davon? Da wären wir ja schon wieder. Gewonnen hat das Meet and Greet Klangkasper. Sie haben den Lord Kanzler gehört. Der Rat wird es nicht billigen. So. Boah, Alter, was ein Raum. Alter Schwede. Ich fürchte, viele werden Bruder Percivals Insubordination langsam leid. Wenn jemand die Freiheit hat, die Autorität des Rates herauszufordern, dann er.
Uns bleiben zu diesem Zeitpunkt nur noch wenige. Da ist ganz schön die Kacke am Dampfen jetzt momentan. Ja, der weiß, glaube ich, von seinem Glück noch nichts, weil er nicht im Stream ist. So, ich habe es auch ganz human gelöst gehabt im Stream. Vater, was, wenn Percival recht hat? Vater, wenn die achso. Rebellen dahinter stecken, bleibt uns keine Zeit, hier rumzusitzen. Der Rat hat sein Urteil gesprochen. Es gibt nichts mehr zu besprechen, Isabel. Wir sollten wenigstens Informationen sammeln. Die Regierung wird sich darum kümmern. Vater, der Orden darf nicht untätig bleiben und die Halbblüter dulden. Du kannst nicht leugnen, dass etwas Wahrheit in dem steckt, was Percival gesagt hat. Bedenken Sie, wo Ihr Platz ist, Lady Igraine. Wer sind Sie, dass Sie die Weisheit des Rates anzweifeln? Ja, Lord Kanzler. Okay, ist das also der Vater von ihr? Aha, ist ja interessant. Ist ja mal gut zu wissen. Boah, wie krass das hier aussieht einfach. Ich bin immer noch so überwältigt von der Grafik. Gameplay ist auch ganz cool. So mit der Schießerei und so. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das ist also der Orden. Das ist das Ordenssymbol. Boah. Alle Herr kümmert sich zur rechten Zeit darum. Ich habe etwas Dringenderes zu tun. Misi München. Wie viele von uns machen die Reise nach Amerika? Lord Barrett, Lord Darwin und ich selbst. Ich habe viel Gutes über die Agamemnon gehört, Lord Hastings. Sie ist das Beste, das die Vereintes Indien Company je gebaut hat. Ich verspreche eine angenehme und schnelle Reise über den Atlantik. Dürfen wir beim Start mit Ihnen rechnen, Sir Lucan? Es wäre mir eine Ehre, Ihren Jungfernflug zu sehen, meine Lords. Sir Lucan, wenn ich darf. Wenn Sie erlauben, meine Lords. Natürlich, Sir. Also. Alistair. Du weißt so gut wie ich, dass Whitechapel der Schlüssel für diese Unruhen ist, für alles. Meine Meinung ist bedeutungslos. Der Rat hat gesprochen. Wenige haben sich den Wünschen deines Vaters widersetzt. Muss ich dich erinnern, dass wir alle dem Lordkanzler zu Diensten sind? Du bist der Ritterkommandant. Bring ihn zur Vernunft. Hältst du das Eindringen in eine Rebellenfestung für vernünftig? Es ist ein akzeptables Risiko. Eines, für das du bereit wärst, die Verantwortung zu tragen, wenn unvorhersehbare Umstände eintreten? Alles, was uns zustößt, verantworte ich niemand sonst. Whitechapel bleibt unangetastet. Zumindest offiziell. Vielen Dank, Sir Lucan. Deinen Dank brauche ich nicht. Bring mir Ergebnisse. Sehr, sehr freundlich. Wie der Ritterkommandant es wünscht. So, ich nehme mal den Controller hier auf dem Schoß. Und wir gehen rein. Ausgezeichnet. Wann geht's los? Es geht doch nicht um Whitechapel. Aber mein Bruder hat uns einen Aufklärungseinsatz zugestanden. Sichert das erforderliche Material. Isabeau, auf ein Wort. Sagen Sie, Monsieur, der Lordkanzler. Was gibt's, Marquis? Sir Lucan und Lady Igraine wurden von ihm adoptiert. Das stimmt. Wieso bringt er sie derart in Bedrängnis? Vielleicht, um sich den Anschein der Menschlichkeit zu geben, die er verloren hat. Als sie dem Orden beitreten sollten, hatten sie die Wahl. Und trotzdem, meine Kinder sollten so ein Leben nicht führen. Marquis, beeilen wir uns. Oui, mon général. Avec plaisir. Monsieur. Monsieur. Freund Mallory hatte immer schon seine eigenen Methoden. Ich kenne keinen besseren Mann. Trotzdem. Ich verlasse mich auf deinen mäßigenden Einfluss. Sebastian und ich waren lange Partner. Ich vertraue ihm blind. Ein wenig Zurückhaltung könnte nicht schaden. Pass auf meine Schwester auf. Bitte. Ach, das ist der Bruder. Niemand im Empire kann Isabeau schützen, wenn sie sich was in den Kopf setzt. Das ist wahr. Was soll ein Bruder tun? Viel Glück und viel Erfolg.